schön ist das hier, ne? Per Günthers Traum ist in Erfüllung gegangen. Per Günther hat sich schon ganz lange eine Sitzgelegenheit beim Fan-Talk gewünscht. Und diese Saison ist es endlich wahr geworden. Ist auch mein erstes Mal hier. Wir haben quasi gemeinsam Premiere auf diesem schönen roten Sofa. Ist schön, oder? Gefällt dir gut? Sehr schön. Sehr schön. Gut, Adam. Ihr habt ja ein Wahnsinnsspiel hingelegt. 47-87. Ich denke, das kann sich so sehen lassen. Habt ihr ordentlich euch reingehängt. Was war der Unterschied zum Spiel gegen Braunschweig? Wir haben heute mit mehr Intensität gespielt und heute wir haben viele Spieler, die sehr gut gespielt haben. Okay, und hat der Coach euch nach dem Spiel gegen Braunschweig irgendwie was gesagt, was ihr ändern müsst? Weil es war ja doch ein ziemlich großer Unterschied. Nur Intensität und wir müssen viel besser in der Verteidigung spielen und wenig Fehler machen. Weniger Fehler. Das ist immer die Geschichte mit uns, mit allen Mannschaften. So. Okay. Ihr habt ja teilweise jetzt ein bisschen Pech gehabt in der Vorbereitung mit vielen Verletzten. Seid daher vielleicht dann auch noch nicht so eingespielt, wie ihr sein könntet zu diesem Zeitpunkt. Merkt ihr das oder macht euch das gar nichts aus? Ja, vielleicht. Es nimmt ein bisschen länger als normal, aber zum Glück, alles hat in Vorbereitung passiert und das ist gut für uns. Jetzt können wir hoffentlich die Rest der Saison mit der ganzen Mannschaft spielen. Das wäre natürlich optimal, mal abgesehen von Tommy Mason Griffin, der ja leider vermutlich für den Rest der Saison ausfällt. Ja, das ist sehr schade, kann ich das sagen? Ja, und, ja, das kann man so sagen. Die ganze Mannschaft ist sehr traurig über diese Geschichte. Er hat so hart letztes Jahr gearbeitet und in die Vorbereitung war sehr gut und sehr positiv und immer sehr happy. Ja, glücklich. Und, also, sehr glücklich. Ist gut drauf. Und vielen Dank von den Fans von Tommy. Alle die Fans sind sehr nett und Tommy hat alles gesehen. Das ist sehr, sehr nett von den Fans. Danke. Also er freut sich sehr über die Unterstützung, die er trotzdem bekommt. Ja, für die Unterstützung von den Fans, ja. Schön, das freut uns natürlich auch. Du bist jetzt seit ein paar Wochen in Ulm, hast ja aber auch schon, ist nicht deine erste Station in Deutschland, hast schon bei den Artland Dragons gespielt und in Hagen. Kannst du da schon so ein paar Vergleiche ziehen? Wie gefällt dir Ulm im Vergleich jetzt auch zu den anderen deutschen Mannschaften, bei denen du gespielt hast bisher? Gute Frage. Die Stadt oder die Mannschaft? Was beides. Erstmal, die Stadt ist größer als Quakenbrück. Alles ist größer als Quakenbrück. Ja, das ist ja, die Wahrheit. Aber sie sprechen ein bisschen anders hier. Ich kann kein Wort verstehen. Es ist kein Hochdeutsch. Und ich spreche nur Fachchinesisch. So. Ja. Ja, mit der Mannschaft, wir haben viele gute Spieler, wie an der anderen Mannschaft, wo ich früher gespielt habe, zum Glück. Und aber wir haben hier viele Spieler. Wir haben viele junge Spieler. Alle können sehr gut spielen. Wir können von 1 bis 14 oder 15 Spieler, sie können eine wichtige Rolle in ein Spiel spielen. Das ist wichtig für uns. Wir sind sehr tief und hoffentlich das hilft uns in dieser Saison. Es wäre zu hoffen, wir hatten ja letztes Jahr auch schon wieder so Verletzungspech. Und von daher ist es natürlich gut, wenn wir da jetzt einen breiten Kader haben. Ist das Wasser schlecht hier oder was? Man könnte es meinen. Ja, ich weiß nicht, was die Jungs hier anstellen. Ja, ist unglaublich, ja? Aber das bringt mich gerade schon zum nächsten Punkt. Du bist ja der Einzige in der Mannschaft, der schon Familienvater ist, ne? Ja. Fühlst du dich manchmal auch so ein bisschen wie der Daddy in der Mannschaft? Nein. Sie denken am Gegenteil, glaube ich. Ja? Ja, Will denkt, dass ich sehr alt bin, aber Greg hat gesagt, du bist vielleicht 25 und das war ja, sehr nett. Das war mir. Schön. Ja. Ich kann das immer erinnern. Ich bin nicht so alt. Sehr gut, du hast aber dennoch, sage ich mal, dann interessante Hobbys, die auch, sage ich mal, für einen reifen und ausgebildeten Charakter sprechen, nämlich Segeln und Schach. Segeln und Schach. Ja, das ist schön. Was kann ich sagen? Hast du ein eigenes Segelboot? Wann segelst du denn? Wir haben einen Katamaran, cool. 16 Feet lang und wir segeln an die Huronsee in Michigan. Ah, okay. Ja, sehr schnell, es geht vielleicht zwischen 20 und 30 km/h. Okay, cool. Ja, es macht Spaß, es ist ein bisschen gefährlich und
Wir müssen und dann fragst du, wo die Verletzten sagen, herkommen. Ja. Meine Frau möchte nichts mehr mit mir segeln, weil ich bin ein bisschen verrückt und ich hab keinen Führerschein okay. für Segeln. In Amerika ist nicht so du wichtig. Du weißt, dass das hier im Internet ist kommt so, und ist so dass wichtig. Es die Leute meine Frau glaubt an diese Führerschein für alles, ja, weil sie Deutscher ist. Und sie denkt, eine Lizenz für alles, das tut immer gut. Ja, und sie denkt, dass ich bin nicht ein sehr guter Segel, weil ich nehme viele Chancen, wenn ich segel. Okay. Ja. Aber es macht Spaß. Okay, und Schach? Mit wem spielst du Schach? Auch mit deiner Frau? Oder? Nein, ich wünsche. Ich spiele mit meinem Schwiegervater und ich spiele mit meinem Freund Darren Fenn. Er spielt auch in Artland bei uns. Und er hat letztes Jahr in Japan gespielt und wir spielen im Internet, am iPhone. Okay. Schach mit Friends. Ah ja, seid ihr zwei also Schachfreunde. Aber er ist besser als ich. Ah, so okay, muss ein bisschen trainieren. Ja, ich muss trainieren. Alles klar, wir kommen jetzt zu den Fanfragen. Die Fans haben immer noch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Okay. Ich wuchte mich schon mal hier runter und wer eine Frage hat, wie immer, das ist elegant, darf die Hand heben und das nehme ich auch mit. Gibt es eine Frage an Adam Hess? Jawohl. Wie lange spielst du denn jetzt schon Basketball? Also wann hast du angefangen, Basketball zu spielen? Ich denke, ich habe mit 4 angefangen. Yeah. Mein mit Vater 4? Hat auch Basketball gespielt und mein Bruder auch. So, er ist in unserer Familie. So, ich hatte keine Chance, in die andere Sportart zu spielen. Und waren dein Vater und dein Bruder auch so gut wie du? Oder bist du der Beste in der Familie? Mein Bruder war ein bisschen besser, aber er hat nicht so viel Interesse in Basketball. Okay. Und mein Vater war auch sehr, sehr gut, ja. Yeah. Nicht schlecht, aber keiner von beiden aber ist Profi. Aber 1-1, ich habe immer gewonnen. So. Immerhin. Sehr gut, gibt es weitere Fragen? Net. Alle noch etwas schüchtern. Am das Anfang alles? Der Saison nichts. Sind sie immer ein bisschen schüchtern. Ha? Ach, da hinten. Uh-oh. Da hinten. Na? Die Mutigen nach vorn. Das ist keine spezielle Frage jetzt an dich, aber wer ist denn Kapitän von der Mannschaft? Wer ist? Kapitän, der Teamchef quasi. Per und ich. Wir sind beide. Beide. Kapitän, ja. Gleichberechtigt? Also, ja, ich denke. Ja. Ja. Hoffentlich. Aber ich weiß es nicht. Nein, ja. Ich frage Per auch noch. 50-50. Okay, gut. Soweit. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Da, sehr schön. Kämpfe ich mich durch? Gefällt es dir in Ulm? Wie findest du die Ulmer Fans? Die Ulmer Fans sind sehr laut und sehr, sehr, sehr gut. Also fühlst ich du mag dich gern, wenn sie sagen Ulmer sehr laut. Gut, noch weitere Fragen? Wer eine Frage hat, darf die Hand heben. Ich sehe niemanden. Dann freut sich Adam, weil dann darf der nämlich wenigstens zum Essen jetzt. Okay. Das ist auch schön. Okay. Vielen Dank. Allerdings im Vorhinein, wenn es für dich okay ist, noch ein paar Autogramme und Fotos mit den Fans? Vielleicht. Vielleicht. Die überrennen dich hier eh gleich wahrscheinlich. Da sitzen gleich 2 auf deinem Schoß. Ja. Also, bleibe ich hier? Oder? Du kannst hier bleiben oder dich hinstellen, wie du möchtest. Okay. Alles mit klar, Mikrofone? Oder? Oh, ohne Mikrofon, das nehme ich mit. Danke dir, Adam. Thank you.